Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Crazy Records. Ja, ich weiß, die letzte Folge von diesem Format liegt nun schon über 2 Jahre zurück und eigentlich ist dieses Format auch schon längst abgeschlossen. Aber ich dachte mir, ich bin hier am fucking Grand Canyon und ich bin nicht alleine hier. Ist das der Punkt, wo wir ins Bild kommen sollen? Das ist euer Signal. Okay, dann kommen wir jetzt ins Bild. Yay. Wir drehen jetzt Crazy Records. Oh, Intro. Yeah. No, da haben wir direkt einen Rekord für mich. 2014 trug Oliver Strumpfel, oder wie auch immer ausgesprochen wird, 25 Maßkrüger 40 Meter weit. Bei den Frauen ging der Rekord an Anita Schwarz. Diese trug 19 Krüger die gleiche Strecke lang. Der teuerste Fehler durch menschliches Versagen war, als Master Jam mit dem Gabelstapler durch eine... Stopp! Bleib beim Text! Im September 1999 flog die Mars-Sonde Climate Orbiter am Mars vorbei und verglühte in der Atmosphäre. Grund für den Fehler, eine Berechnung von Maßeinheiten. Die Software an Bord war auf das metrische System ausgerichtet. Auf der Erde hingegen rechnete man mit amerikanischen Maßeinheiten. Schaden knapp 300 Millionen Euro. Wow. Im nächsten Weltrekord geht es um Haare. Die längste Irokesenspitze. Der Rekord wird gehalten von Katsuhiro Watanabe und ist 1,23 Meter hoch. Muss ich dir mal vorstellen, da sitzt ein Kino vor dir. Stell dir mal vor, du siehst von hinten einfach nur seinen Schatten. Ich will ja nicht sagen, dass die Leute sich komische Sachen ausdenken, um in dieses Buch reinzukommen. Aber der nächste Rekord geht an Zoltan Mesaros, welcher eine Meile in 8 Minuten und 29 Sekunden lief. Aber das Krasseste dabei ist, er trug einfach einen 17 Kilometer schweren Bombenanzug. 17 Kilometer schweren Bombenanzug? Kilogramm. Aber das Krasseste ist einfach, er trug einfach einen 17 Kilogramm schweren Bombenschutzanzug. Der wog ja mehr als du, Mann. Das stimmt nicht. Das stimmt wahrscheinlich wirklich nicht. Meiste in einer Minute mit dem Kopf verbogene Eisenstangen. 2014 verbog Alexander Muromoski innerhalb von 60 Sekunden 11 Eisenstangen mit seinem Kopf. Das Besondere dabei ist, er hielt bereits den Weltrekord, die Eisenstangen mit seinen Händen zu verbiegen. Das hat ihm aber anscheinend nicht gereicht. Er wollte Köpfchen beweisen. Joey Chestnut brach einen sehr berühmten Rekord. Er aß 74 Hotdogs mit Brötchen in nur 10 Minuten. Damit ist er der zweitbeste Würstchenschlucker der Welt. Nach deiner Mutter! Ha! Hochseilartist überquert Grand Canyon. Ein US-Amerikaner hat als erster Mensch eine... Hahaha, jetzt kann ich auch lachen, du Pisser. Ich habe mehr als 5 Wörter, weißt du? Ja? Was? Ich hatte auch mehr als 5 Wörter. Nein, hast du nicht. Hattest du nicht. Komm mal, da komm ich hoch. Ich bin ein Baby. Wir mussten gerade leise sein, weil sonst verscheuchten wir sie. Ist das Bild noch okay? Nein, das Bild ist scheiße. Hochseilartist überquert Grand Canyon. Ein US-Amerikaner hat als erster Mensch eine tiefe Schlucht am Grand Canyon mit einem Seil überquert. Er legte in Schwindelhöhe die 425 Meter lange Strecke innerhalb von 23 Minuten zurück. Deswegen sind wir auch hier, um den Rekord zu brechen. Weil wir die Besten sind, ihr Ficker. Ha! Und das ganz ohne Seil. So, der letzte Rekord der heutigen Sonderausgabe fand ebenfalls hier irgendwo hinter uns statt. Er geht an Aaron Ralston. Aaron hat sich das Ziel gesetzt, alle 59 4000er in Colorado zu besteigen, doch 2003 kam es leider zum Unfall. Aaron stürzte von einer Klippe und ein riesiger Felsen klemmte seinen Arm zwischen eine Felswand ein. Aaron verbrachte schmerzerfüllte 127 Stunden in dieser Felsspalte, bis er sich dazu entschloss, seinen eigenen Arm zu brechen und diesen mit einem stumpfen Messer abzutrennen. The fuck, yeah, man. Seine Geschichte wurde festgehalten in dem Film 127 Hours und gespielt natürlich von James Franco. Ja, ich hoffe, diese Sonderausgabe Crazy Records hat euch gefallen. Lasst es mir mit einem Daumen hoch und einem Kommentar wissen. Schaut auf jeden Fall auch bei unserer Webserie Broadtrip USA vorbei und bei den Kanälen von den beiden und unserem Merch auf kaufmeinscheiß.de. Wir haben euch lieb. Abonniert meinen Kanal.